Bald geht es nach Walt Disney World und es ist Zeit, meinen Koffer zu packen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist soweit. Bald geht es nach Walt Disney World. Um genau zu sein, heute ist Dienstag, wenn ich das Video aufnehme. Und am Samstag geht es los. Und eigentlich ist es schon für mich so, oh, mein Koffer ist noch gar nicht fertig gepackt. Aber ich weiß, ihr mögt immer sehr gerne meine Packvideos. Oder generell, nicht meine, sondern generell Packvideos. Was man also in den Koffer einpackt und auch welche Outfits ich zusammengestellt habe. Das alles zeige ich euch in diesem Video, inklusive Try-Ons. Was ich sonst noch an Kosmetikprodukten mitnehme und alles andere zeige ich euch in diesem Video. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Outfits und dann kommen wir zu dem anderen Krimskrams. Übrigens, falls das Licht bei den Try-Ons nicht perfekt ist, die Try-Ons habe ich nämlich gestern Abend gefilmt. Da war es schon dunkel draußen und jetzt ist es jetzt auch nicht gerade besonders hell draußen, denn es ist kurz nach 7 morgens vor der Arbeit, weil diese Woche ist einfach so, noch so viel zu erledigen. Und ja, deswegen muss ich jetzt vor der Arbeit filmen und deswegen ist das Licht jetzt auch nicht perfekt, aber ich habe ja meine Lampe. Ja, so, jetzt hole ich das erste Outfit. Ja, wenn ihr mein Wohnzimmer sehen würdet, überall liegen Klamotten. Aber ich habe die so ein Grüppchen geteilt und dann, damit ich die euch zeigen kann. Ja, wer mein Planungsvideo gesehen hat, der weiß, dass wir am Samstag ja ankommen. Da haben wir nichts mehr geplant. Und dann am Sonntag geht es ja zuerst in die Wasserparks geplant. Und ja, das Outfit habe ich aber jetzt nicht gezeigt im Try-On. Und zwar werde ich einen Badeanzug anziehen. Da habe ich euch ja diesen, ich weiß noch nicht genau, welchen ich anziehen werde, das muss ich mal gucken. Also ich habe einmal diesen hier von EMP, den habe ich im letzten Haul angezogen für euch. Der hat unten so einen Rock und deswegen, ich bin eigentlich kein Badeanzugsfan, weil mir der Unterbereich bei mir dann nicht gefällt im Badeanzug. Aber wenn da so ein Röckchen dran ist, finde ich super. Also ich habe einmal hier den zur Auswahl. Oder den habe ich euch noch nicht gezeigt, den zeige ich euch dann im Haul, der auch noch online kommt, während ich in Orlando bin. Und zwar ist es dieser Badeanzug, der ist auch von EMP, dieser Mini-Badeanzug. So sieht er erstmal normal aus, also den könnte man ohne Röckchen tragen, aber da ist ein Röckchen dabei. Und genau, das kann man so dann da drüber ziehen und dann ist der Bereich, der mir nicht so gut gefällt, auch verdeckt. Ja, also ich weiß noch nicht, welchen ich anziehe, wir gehen ja nach Typhoon. Also geplant ist Typhoon Lagoon und darüber werde ich dann hier so einen weißen Kimono anziehen, Cardigan, wie man das auch immer nennt, so ein Stofffetzen, so eine Gardine, hauptsächlich dann halt für Fotos oder wenn man hier irgendwo was essen, sich was zu essen holt oder so, nicht ganz so nackt ist, wird dieser noch eingepackt und dann nehme ich aber noch einen Badeanzug, ein Bikini mit, falls wir am Pool chillen oder so, dann nehme ich hier noch meinen Bikini von C&A mit. So sieht er aus. Aber das reicht dann auch an Bademode. Also die zeige ich euch jetzt alle jetzt direkt. Wir planen ja noch an dem anderen Sonntag auch noch einen anderen Wasserpark zu besuchen. Deswegen an einem Tag wird dann der eine Badeanzug angezogen, dann am anderen Tag der andere Badeanzug. Und der Bikini ist halt für Pooltage, wenn wir uns entscheiden, noch am Pool zu chillen. Genau. Und ich werde tatsächlich die ersten zwei Tagesoutfits in mein Handgepäck packen. Denn wir wissen ja, wie es aktuell mit den Koffern ist im Flughafen. Ja, dazu kommen aber später noch, was ich noch dafür gekauft habe. Deswegen wird ein Badeanzug plus der Kimono in ein Handgepäck gepackt, plus das andere Outfit, was ich euch gleich zeige, für Animal Kingdom. Damit ich auf der sicheren Seite bin, damit ich was zum Anziehen habe und auch das zum Anziehen habe, was ich wirklich anziehen wollte. Und was ich jetzt noch mitnehme, ist einfach eine günstigere Sonnenbrille. Also ich habe ja, wer es nicht weiß, ich habe so ein Fable für Markenbrillen. Und aber für die Wasserparks, wenn man auf der Wasserbahn ist oder so, nehme ich jetzt einfach hier so eine günstige Brille mit. Dann, wenn die verloren geht oder kaputt geht, ist das nicht so dramatisch. Oder am Pool oder sowas nehme ich auch mal ins Meer mit. Deswegen, ja, kommt noch eine günstigere Sonnenbrille mit. Ja, dann war es das der Sonntag. Wir gehen ja vielleicht abends noch in Disney Springs oder Minigolf spielen. Da zeige ich euch dann noch so ein paar Outfits am Ende. So
Backup-Outfits oder halt Outfits, wenn wir einkaufen gehen oder jetzt abends dann noch drüber ziehen. Ich muss ja irgendwas über den Badeanzug noch anziehen. Ich kann dann jetzt so im Bus fahren. Aber die zeige ich euch dann noch später. Kommen wir zu Animal Kingdom. Das ist ja der Montag und da werde ich hier dieses T-Shirt anziehen. Das habe ich aus dem Disneyland Paris. Das ist eigentlich so unten so geknotet, aber das sieht man nicht. Weil ich dazu einen Maxi-Rock anziehe. Der ist von Shein. Richtig lang und er hat zwei Schlitze. Seht ihr dann im Try-On. Und ich bin ja so ein Schlitz-Fan. Und dazu werde ich einfach die Simba-Ohren anziehen. Genau. Das ist mein Outfit, das erste Outfit fürs Animal Kingdom. Ich habe noch ein zweites Outfit, aber Brina hat auch einmal ein Outfit mit diesen Simba-Ohren. Und dann habe ich sie gefragt, wann sie das denn anziehen möchte. Und sie meinte direkt am Anfang. Also muss ich das auch direkt am Anfang mit einpacken. Das kommt dann wieder auch ins Handgepäck. Ich zeige euch gleich noch die Schuhe, die ich mitnehme. Damit, die werde ich dann entweder weiße oder schwarze Sneaker werde ich jeweils zu den Outfits kombinieren. Und ein paar Flipflops. Also ich nehme tatsächlich nicht so viele Schuhe mit, aber die hole ich jetzt mal. Und wenn es die Sachen, also wenn es noch irgendwelche Sachen online gibt, wie jetzt zum Beispiel die Badeanzüge oder die Schuhe, kann ich euch das gerne unten in der Infobox verlinken. Ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, das ist alles meine Empfehlungen an euch. Und zwar nehme ich einmal mit weiße Skechers. Im Prinzip komplett weiß, weil die dann auch zu vielen passen. Ich hatte ja schon Skechers im Januar dabei. Andere, bisschen anders, die hatten dann unten so ein bisschen Farbe dran. Aber jetzt einfach plain weiß, denn die sind super bequem. Also Skechers kann ich wirklich jedem empfehlen. Sind gar nicht so teuer, wenn man bei Zalando mal guckt. Gibt es aktuell auch viel im Sale. Also man kann die wirklich für 40, 50 Euro schon bekommen. Und das sind wirklich einer der besten Freizeitparkschuhe für mich. Die drücken nicht, die haben dieses Memory-Form, die sind bequem. Und die haben dann hier so ein, also die sind auch relativ dünn. Das heißt, wenn sie jetzt nass werden, hoffentlich trocknen die dann auch schneller. Weil in Orlando die letzten, also es ist die Jahreszeit, wo es halt einmal am Tag regnet. Damit muss man natürlich auch rechnen, wenn man im September nach Orlando fliegt. Ja, also das ist mein erstes Paar Schuhe, was ich mitnehmen werde. Und das zweite Paar Schuhe, das habe ich mir jetzt auch neu gekauft. Und zwar sind es die Nike. Die habe ich jetzt bei Zalando auch im Sale gefunden und ich finde die richtig schick. Eigentlich wollte ich mir auch Skechers holen in schwarz, aber dann habe ich die entdeckt und die waren im Sale. Und ich dachte, okay, die kaufst du dir für Orlando. Also nicht nur für Orlando, die werde ich auch länger tragen können, weil Nike sind ja auch sehr, sehr haltbar. Aber die werde ich dann auch für den Flug anziehen. Das Outfit fürs Flugzeug zeige ich euch später auch. Aber wenn ihr jetzt die Outfits seht, werde ich entweder zwischen den Schuhen entscheiden oder zwischen den weißen. Das werden so meine Parkschuhe sein. Und ja, man sollte auf jeden Fall zwei Paar mitnehmen, falls man in dem einen doch Blasen bekommt oder die anderen nass sind oder so. Man sollte immer auf jeden Fall zwei Paar Schuhe mitnehmen. Dann nehme ich noch ein paar Flipflops mit für die Wasserparks, für wenn man zum Pool geht oder so. Die sind einfach vom Primark. Wenn die kaputt gehen oder so, ist das nicht so dramatisch. Genau. Und die sind schön leicht. Ja, das sind die ganzen Schuhe, die ich mitnehme. So, nächstes Outfit ist dann schon Universal. Dann, falls mein Koffer verloren geht, hoffe ich, dass er bis Dienstag dann da ist. Sonst habe ich kein Outfit für Universal. Aber ist natürlich wieder ein Harry Potter Outfit. Und zwar habe ich mir bei EMP dieses T-Shirt hier gekauft. Und ihr seht es im Try-On. Das sieht halt so ein bisschen Schulmädchen-Style. Also hier vorne habt ihr einmal das Hogwarts-Logo. Und an dem Arm war auch noch das Hogwarts-Zeichen. Und dazu werden dann so Schleifchen geliefert. In allen vier Häuserfarben bekommt ihr das Schleifchen, wenn ihr dieses T-Shirt kauft. Das heißt, ja, ich habe mich für Gryffindor entschieden, weil ich auch das Gryffindor-Haarband habe und ein Gryffindor bin. Das heißt, man macht das hier vorne dran und dann weiß man direkt, welches Haus man ist. Plus das Haarband. Und dazu kombiniere ich einfach meinen All-Time-Favorite schwarzen Rock. Den kann ich zu ganz vielen kombinieren, deswegen packe ich den auf jeden Fall mit ein. Und das ist mein Universal Outfit. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr süß. Also hat so ein bisschen Schulmädchen-Style, aber ja, das kann schon was. Ja, und dann geht es ja ins Magic Kingdom und da ziehe ich ja meinen Rapunzel-Bound an. Und das ist tatsächlich das Outfit mit den meisten Accessoires, was ich brauche bei dem Trip. Ja. Das Kleid kennt ihr schon, jetzt muss ich hier die ganzen Blumen erstmal wegmachen. Das Kleid kennt ihr schon von letztem Jahr, das hatte ich schon im Disney in Paris an, als Bound. Ist einfach ein lila Kleid, das habe ich mal von Shein gekauft. Finde ich sehr, sehr schön. Und
Genau, dazu gibt es dann hier diese Mini-Pascal-Tasche, einfach nur als Symbolik, dass es halt ein Rapunzel-Bound ist, obwohl man es auch schon so erkennt. Was habe ich denn hier eigentlich noch drin? Ah, Blumenohrringe. Seht ihr? Die kombiniere ich dazu. Genau, also Pascal, den habe ich mir bei Amazon bestellt. Da gibt es auch noch andere Charaktere. Ist natürlich, passt jetzt nichts rein, ist eine Kindertasche, ne? Aber so als Gadget für Fotos oder so, finde ich ihn ganz gut. Ich hätte ja gerne den Schulter-Pascal gehabt. Vielleicht finde ich ihn dann noch in Orlando, aber der war natürlich ideal gewesen. Aber den habe ich leider nicht. Ich habe zwar so einen Snuggle, also den man so dran machen kann, aber den möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Deswegen lieber die Tasche. Und dazu gibt es die Krone. Oh, die ist schon ein bisschen schief. Die hatte ich auch letztes Jahr schon an. Die gab es bei Shop Disney. Finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Krone. Generell, das auf dem Kopf, was ich tragen werde, wird nicht bequem sein. Ich werde mich wieder nicht komplett drehen können, weil ich mir wieder meine Extensions reinmache. Die habe ich auch letztes Jahr bei Amazon bestellt. Und ich mache mir einen seitlichen Zopf. Den kann man dann unten an den Zopf binden im Prinzip. Also so. Man macht sich dann so einen Zopf, dann macht man da die Extensions dran und dann kann man sich daraus einen langen Zopf flechten. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht benutze ich die Haare dann auch noch für ein späteres Outfit, für mein Dirndl-Outfit. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, also Haare, Krone und natürlich müssen auch Blumen her. Deswegen habe ich noch ein paar Blümchen gekauft. Auch bei Amazon, die habe ich von letztem Jahr noch. Passen ganz gut. Dann habe ich hier so Rosenclips. Kriege ich die jetzt auf. Ja. Genau, hier so sieht man das. So Rosenclips. Wie gesagt, von Amazon. Und dann hier noch so, auch noch so Blümchen. Trina kann die tatsächlich dann auch benutzen für ihr Dirndl-Outfit. Möchte sich auch in die Haare machen und vielleicht benutze ich die dann auch nochmal fürs Dirndl-Outfit. Mal sehen, weil sie macht ja Rapunzel-Dirndl-Bound im Epcot. Genau, deswegen kann sie die dann gut gebrauchen. Also das ist mein Outfit mit den meisten Accessoires, aber ich freue mich, denn in Magic Kingdom gibt es ja die wunderschönen Toiletten. Einer der schönsten Toiletten im Rapunzel-Design mit den Laternen und so und dem Tower im Hintergrund. Und man kann Rapunzel auch treffen in Magic Kingdom. Also ich hoffe, dass sie dann da ist. Aber es gibt ja diesen Prinzessin-Meet-and-Greet und da hoffe ich, dass ich sie dann antreffen kann. Ja, und dann geht es ja nach Epcot und da bin ich tatsächlich sehr unsicher. Also mit Epcot-Outfits dieses Mal, weil ich bin ich lost. Ich weiß nicht, was ich in Epcot anziehen soll. Jetzt habe ich zwei Outfit-Möglichkeiten. Wir sind ja noch am letzten Tag nochmal am Epcot. Also ein Epcot-Outfit habe ich ja, das ist das Dirndl. Das ziehe ich aber am 3. Oktober ja an, wegen dem Feiertag in Deutschland. Und dann sind wir ja nochmal in Epcot einen ganzen Tag und dann nochmal am Ende, wenn wir wegfliegen. Ja, deswegen habe ich jetzt zwei Outfits. Ihr könnt ja gerne mal unten kommentieren, welches euch am besten gefällt. Generell könnt ihr mal unten kommentieren, dann weiß ich, das Outfit euch am besten gefällt. Ja, Outfit Nummer 1 ist ein Mini-Bound. Und zwar habe ich mir dieses Kleid bei Shein bestellt. Das ist so ein Maxi-Kleid. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Hat so einen kleinen Schlitz auch an der Seite. Ja, also das Kleid mit den Ohren natürlich. Ich habe ja versucht, immer so leicht wie möglich, weil es wird schon hot, so 30, 33 Grad kann es schon werden. Und die Luftfeuchtigkeit in Orlando ist schon relativ hoch. Und Outfit Nummer 2 ist eher ja, sehr schlicht. Ne? Und ich weiß, dass man auch Mini treffen kann in Epcot. Deswegen werde ich wahrscheinlich das Mini-Outfit zuerst anziehen. Aber ich habe gerne mal noch ein Backup-Outfit. Jetzt habe ich das irgendwie verwurschtelt. Das ist auch sehr schwer zusammenzulegen. Das ist das Kleid, das habe ich mir in dreifacher Version mal bei H&M gekauft. In schwarz, in weiß und in so einem grün-gelb-Sommerfarben-Style. Ist natürlich schon ein bisschen freizügiger, aber ich mag das ja. Und deswegen dieses Kleid und dann halt die 50. Geburtstag-Ohren von Walt Disney World. Mit goldenem Schmuck oder so sieht das bestimmt auch gut aus. Und dann kann ich das vielleicht am letzten Tag anziehen. Mal sehen. Ja, also das sind die zwei Epcot-Outfits. Aber da war ich mir echt so unsicher, was ich in Epcot anziehe. Freitags geht's ja für Brina und Sina nach Kissimmee.
Und ich habe, glaube ich, eine Reservierung für Animal Kingdom. Aber ich weiß noch nicht, ob ich nach Animal Kingdom gehe oder ob ich in Disney Springs fahre oder was ich sonst machen werde. Das habe ich noch nicht so ganz entschieden. Deswegen für den Tag habe ich noch kein festes Outfit, aber ich zeige euch am Ende noch ein paar Outfit-Alternativen, die ich noch mitnehme und die ich dann sonst anziehen kann. So, deswegen geht es weiter mit Samstag und da geht es morgens ins Topolinos, frühstücken, Charakterfrühstück und dann in die Hollywood Studios. Aber das Outfit kennt ihr tatsächlich von meinem Januar-Trip. Das ist das einzige Outfit, was ich doppelt mitnehmen werde. Was ich im Januar dabei hatte und was ich jetzt wieder mitnehmen werde. Aber ich konnte es im Januar nicht so tragen, wie ich wollte. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön. Und deswegen kommt es nochmal mit. Und zwar ist es das Punkte-Outfit. Das den Rock von Stitch Chopé bei Loungefly. Das ist tatsächlich das einzige Outfit, was ich von Stitch Chopé bei Loungefly mitnehme. Und dazu muss ich euch gleich auch noch was sagen. Also, ja, das ist schon krass, aber das Problem bei den Sachen ist, erstens, sie sind relativ dick, die Röcke. Und zweitens, wenn man zwei Sachen, also Oberteil und Rock mitnimmt, nimmt es schon sehr viel Platz weg. Deswegen habe ich mich eigentlich schon versucht, eigentlich nur Kleider mitzunehmen. Aber ja, einmal dieser wunderschöne Punkterock. Dazu habe ich die passende Bluse. Wie gesagt, und im Januar konnte ich die Bluse gar nicht zeigen, weil ich die ganze Zeit mein Spirit Jersey drüber hatte, weil es so kalt war und dazu noch eine Leggings tragen musste. Es war trotzdem ein schönes Outfit, weil dieser Kragen hat dann rausgeguckt aus dem Spirit Jersey und sah trotzdem sehr, sehr gut aus. Aber jetzt möchte ich es auch noch mit der Bluse mal tragen. Und dazu die passenden Öhrchen. Ja, ich liebe das Outfit wirklich sehr. Ja, zu Stitch Shop hier bei Lounge, weil ich habe ja gesagt, dass ich mir eigentlich drei Outfits bestellen wollte. Und irgendwie haut auch gerade Stitch Chopé bei Loungefly ein Outfit nach dem anderen raus. Jetzt ist Alice im Wunderland auch noch gedroppt. Zum Glück bin ich kein Alice im Wunderland-Fan. Also nicht, dass ich mir jetzt davon was kaufen müsste. Genauso wie bei Herkules denke ich, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wäre ganz nett, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Aber ich wollte drei Outfits. Und zwar wollte ich das Halloween-Outfit, Rock plus Top. Dann gab es ja noch das Kleid, aber ne, ich habe lieber Rock plus Top. Dann gab es noch das Schneewittchen-Outfit, was ich unbedingt wollte. Also Rock mit T-Shirt und auch das Schön- und das Beast-Outfit. Also Rock mit T-Shirt. Plus, dann gab es auch noch ein viertes Outfit, fünftes, wie man es nennen möchte. Und zwar dieses Snack-Kleid. Es gab so ein Mickey Ice Cream Snack-Kleid. Aber das sah auf dem Bilder für 100 Dollar, dachte ich, nee, das kannst du nicht bringen. Also beim Snack-Kleid habe ich sehr schnell, dachte ich, nee, für 100 Dollar machst du es nicht. Dann hatte ich alle drei Outfits im Warenkorb, von denen ich dir gerade erzählt habe. Also Halloween, Schön und das Biest und Schneewittchen. Und ich dachte mir, was hat es gekostet? 350 Dollar mit Steuern. Ich dachte mir so, nee, es kann ich irgendwie doch nicht übers Herz bringen. Direkt schon, ach, meine Nase läuft. Ich habe kein Corona. Direkt schon am Anfang, bevor du überhaupt da bist. Schon 350 Dollar auszugeben für drei Outfits, habe ich es doch nicht übers Herz gebracht. Und dann am Ende ist es nur ein Outfit geworden. Es fiel mir schwer, vor allem das Schön- und das Beast-Outfit rauszuschmeißen. Ich hoffe, dass es dann. Die meisten Sachen kommen dann irgendwann in Sale. Das ist jetzt bei den anderen Sachen auch so, bei Winnie-Pooh-Outfit und so. Und entweder bestelle ich es mir dann über einen Personal Shopper oder ich lasse es zu Freunden schicken nach Amerika, wenn es im Sale wäre. Black Friday ist ja auch bald. Ich denke, da werden die auch einiges im Sale haben. Und dann lasse ich mir zu Freunden schicken. Und ja, deswegen ist es dann nur das Halloween-Outfit geworden. Schneewittchen und Schön und das Biest sind rausgeflogen und es ist nur das Halloween-Outfit geworden. Ich kann es auch gerne mal hier einblenden. Das habe ich bestellt ins Hotel und das wird das einzige Outfit sein, was noch dazu kommt. Ob ich es anziehen werde, ist auch nochmal eine andere Frage, weil ich habe eigentlich meine Outfits komplett geplant. Aber dann wird es mit nach Disneyland Paris kommen. Ja, lange Rede. Jetzt habe ich euch die Story von meinem Shopping erzählt. Genau. So, dann Sonntag ist dann wieder Waterpark Day. Das heißt, anderer Bikini und anderer Badeanzug mit Kimono und so. Habt ihr ja schon gesehen. Und dann am Montag ist der 3. Oktober. Was ist in Deutschland am 3. Oktober? Tag der Deutschen Einheit. Dann gehen wir nach Epcot und gehen standesgemäß im Dirndl nach Epcot in den Biergarten. Wir erfüllen alle deutschen Klischees, aber es muss irgendwie sein. Und ich habe mein Dirndl von EMP, mein Minnie-Maus-Dirndl.
Hat hier so Mini-Mickey-Knöpfe und auf der Schürze ist auch nochmal Mini. Also ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Ist natürlich jetzt alle Bayern und traditionellen Menschen werden jetzt die Hände über dem Kopf schlagen, aber ich finde es toll. Hier ist auch nochmal überall Mini. Dazu, die Bluse habe ich tatsächlich nicht von EMP genommen. Also da war eine dabei, aber die sah wirklich schrecklich aus. Die habe ich mir bei Zalando mir extra nachbestellt. Und dazu werde ich einfach schwarze Ohren anziehen oder vielleicht doch nur Blumen im Haar und mache mir irgendwie den Zopf oder so. Ich weiß noch nicht, aber ich nehme die auf jeden Fall mal mit, weil die passen auch zu anderen Outfits ganz gut. Ja, das ist dann mein Epcot-Outfit. So, weiter geht's dann, glaube ich, mit Hollywood Studios. Ja, neben dem Mini-Bound ist das mein zweiter Bound, den ich in den Hollywood Studios anziehen werde. Und an dem Tag gehen wir auch in Ogas Cantina. Und deswegen ziehe ich einen Ray-Bound an. Tatsächlich, wo ist mein... Ah, da ist er. Bei den Try-Ons habe ich mir natürlich jetzt die Haare nicht so gemacht, also die Ray-Frisur habe ich mir im Try-On jetzt nicht gemacht. Aber ich zeige euch das Kleid angezogen. Und zwar ist es das hier, das habe ich bei Shein bestellt. Das ist einfach ein beiges Blusenkleid, nichts Spektakuläres. Man musste ja irgendwie so die Farbe von Ray imitieren. Und dazu ziehe ich einfach einen braunen Gürtel an, so ein Lederimitat. Den habe ich, glaube ich, auch von Zalando bestellt. Und genau, das ist dann mein Ray-Bound. Und ich weiß, Ray und Baby Yoda kennen sich eigentlich nicht und haben nichts miteinander zu tun. Aber er muss doch mit. Also für das Outfit muss er einfach mit in Ogas Cantina. Muss der Schulter-Baby Yoda mit. Und vielleicht möchten die auch sie dann anziehen. Kann er sich ihn ausleihen. Ja, ich finde ihn so süß. Ja, auf jeden Fall ist das dann mein Hollywood Studios Outfit als Ray. Genau, dann geht es weiter mit Magic Kingdom. Ah ne, da geht es weiter. Den nächsten Tag sind wir dann shoppen in Outlets und Brina und Sinan gehen dann abends nach Universal für die Horror Nights und ich, keine Ahnung. Ich gucke dann wieder, was ich abziehe und was ich dann machen werde. Aber ich habe ja genug Backup-Outfits. Und dann geht's ins Magic Kingdom nochmal. Und auch zu Mickey's Not So Scary Halloween Party am Abend. Tagsüber ziehe ich das Outfit an. Und zwar mit dem Rock von eben dem Universal Outfit Rock. Und das T-Shirt. Das habe ich jetzt auch bei EMP bestellt. Finde ich richtig schön. Kann ich euch unten auch verlinken. Gibt es bestimmt noch. Und genau, das nimmt halt nicht viel Platz weg. Plus den Rock ziehe ich ja auch schon nochmal an. Und dann zu die Halloween-Ohren, die Mickey-Pumpkin-Ohren. Ich werde keine Halloween-Tasche mitnehmen, weil das ist das einzige Halloween-Outfit neben dem Stitch und Bieber Loungefly-Outfit. Aber das ich wahrscheinlich nicht anziehen werde. Und deswegen gibt es auch keine Halloween-Tasche. Würde zu viel Platz wegnehmen. Aber ja, das ist mein Magic Kingdom-Outfit für tagsüber. Und dann ziehen wir uns nachmittags um für unser... für die Mickey's Not So Scary Halloween Party. Und da ziehe ich dann dieses Geistkleid an mit den Mickeys. Dazu habe ich natürlich auch den Rucksack, aber den nehme ich auch nicht mit. Aber das Kleid mit den passenden Ohren. Einer Spider-Netzstrumpfhose, die seht ihr im Try-On. Und dazu kommt Zero auf meine Schulter. Ja, das sind die zwei Schulterpuppen, die ich mitnehme. Und das ist dann mein Outfit für Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ja, und dann sind wir schon fast am Ende. Und zwar am vorletzten Tag oder am letzten kompletten Tag geht es dann nochmal ins Animal Kingdom. Und da ziehe ich ein Leo-Kleid an. Das habe ich auch von Shein. Und das ist wieder sehr gut einzupacken. Das ist nicht so viel, also es ist lang, aber es ist nicht so viel Stoff, nicht so dick. Hat auch einen Schlitz irgendwo hier an der Seite. Und ja, es ist einmal ein ganz normales Leo-Kleid, nichts mit Disney. Es sind tatsächlich einige Kleider, die nicht so gut Disney-mäßig sind diesmal, aber die sind halt leicht einzupacken. Und dazu ziehe ich die neuen Leo-Ohren an, die ich mir bei Shop Disney gekauft habe. Ich finde die wunderschön. Und ich nehme auch wahrscheinlich doch also ich zeige euch gleich noch meine Spirit-Jerseys, die ich eventuell mitnehme. Aber es ist eigentlich heiß und eigentlich macht es keinen Sinn, aber irgendwie... bin ich ja eine Frostbeule und habe lieber doch was im Backup dabei. Ja, aber die Leo-Ohren... zu dem Kleid. Sieht auch richtig schön aus. Ja, und dann letzter Tag, wo wir abfliegen, geht es nochmal nach Epcot und dann habe ich ja noch ein zweites Outfit, was ich euch eben gezeigt habe oder eins der Backup-Outfits, die ich euch jetzt zeige.
Und dann sind wir fast schon mit den Klamotten durch. Dann zeige ich euch jetzt noch zwei Backup-Outfits inklusive Ohren, also Park-Outfits. Und zwar nehme ich hier dieses Blümchenkleid mit in Blau. Das ist halt auch sehr locker und luftig und ein bisschen freizügig. Und dazu würde ich die Disneyland-Ohren anziehen. Ne, so. Sieht auch, glaube ich, sehr, sehr schön aus als Outfit-Alternative. Und dann noch ein zweites Outfit mit Ohren, und zwar das Pendant zu dem schwarzen Kleid ist jetzt das weiße Kleid, was ich euch eben erzählt habe. Ja, was ein bisschen ausgeschnitten ist. Ihr seht, da ist noch der Preis dran. Halte ich noch nie an. Und ja, finde ich auch sehr schön. Und dazu habe ich jetzt einfach hier diese weißen, rosa Herzohren kombiniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich es anziehen werde, ob ich es anziehen werde, aber ich habe lieber mal ein, zwei Backup-Outfits dabei. Und dann werde ich jetzt einfach noch eine Shorts mitnehmen. Eine Mickey Shorts für jetzt die Wasserparks oder wenn wir shoppen gehen oder so. Ein paar Shorts. Dann ein T-Shirt. Das vom 30. Geburtstag nehme ich einfach mit zum Drüberziehen. Achso, das paar Ohren nehme ich auch noch mit, falls ich das, die Kombi im Freizeit, im Wasserpark anziehe und mir irgendwie da vorne ein Bild machen muss, möchte oder ne, nehme ich das noch mit für die Fotos. Und dann noch ein anderes T-Shirt dazu, zu den, was ich zu den Shorts anziehen könnte. Und zwar hier dieses Animal Kingdom Shirt, das habe ich mir im Januar mitgenommen. Finde ich auch ganz hübsch, können wir uns sonst auch noch mal mit den Ohren kombinieren. Und hier unten steht Walt Disney World drauf. Ja, finde ich auch ganz nett. Und dann nehme ich noch zwei Kleider mit, und zwar das Winnie Pooh Kleid. Das kann man auch gut anziehen zum Einkaufen oder sonst wo, wenn man abends oder man kommt mal nachmittags und möchte zum Pool gehen, dass man irgendwas zum Drüberwerfen hat. Das habe ich mal bei Primark gekauft von Winnie Pooh. Und dann mein Castaway Key Kleid, was ich mir im Januar bei auf Castaway Key gekauft habe. Das habe ich, dass ich noch, ihr seht, da hängt es noch dran, aber ich war halt nicht im Sommerurlaub. Deswegen habe ich es bisher noch nicht mitgenommen. Ich fliege ja auch erst nach Thailand Ende Oktober. Deswegen, auf jeden Fall kommt das Castaway Key Kleid dann auch noch mit. Ja, zum Drüberwerfen. Das waren die Outfits. Mein Anreise- und Abreise-Outfit zeige ich euch jetzt noch. Und dann noch die Jerseys, die ich eventuell mitnehmen möchte. So, kommen wir zum Anreise-Abreise-Outfit. Und zwar werde ich Thrombosestrümpfe anziehen müssen fürs Flugzeug. Das hatte ich bisher einmal den Fall, dass ich dann so geschwollene Beine hatte. Das war auch eine sehr anstrengende Woche. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Die ziehe ich dann im Flugzeug an. Und dann halt einfach eine schwarze Leggings. Dann nehme ich aber zwei Paar mit für Hin- und für Rückflug. Die habe ich von, wie heißt denn die Marke? Oh, diese Influencer-Marke, die ich aber auch sehr gut, die ich sehr liebe. Steht das hier noch drin? Ja, Lelyn. Also ich nehme zwei Leggings mit von Lelyn. Die sind super. Sind nicht günstig, aber, und das ist tatsächlich eine Influencer-Marke, die ich doch sehr, sehr mag. Und ja, dazu wird dann halt jeweils auf dem Hin- oder Rückflug ein Adidas-Shirt. Die gab es jetzt von Adidas, die neu, ist relativ neu, die Kollektion. Das habe ich einmal in schwarz und dann nochmal in weiß. Deswegen einer auf dem Hinflug, einer auf dem Rückflug. Und ich finde das total, es wäre auch cool für Space 220, wenn wir da essen gehen. Wird natürlich gut passen. Ah, da müsste ich mich umziehen und so, weiß ich noch nicht. Aber ja. Einmal das und das, wie gesagt, dasselbe nochmal in weiß zum Fliegen mit der Leggings und dann darüber, das habe ich mir jetzt neu gekauft, passend dazu, der Hoodie. Ich habe mir den eigentlich schon vorbestellt, aber da war er nicht im Sale, da fand ich ihn schon ein bisschen teuer. Jetzt war er im Sale bei Zalando und habe ihn mir jetzt bestellt mit nochmal 15% extra Rabatt und ja, der wird dann fürs Flugzeug genutzt, für den Hin- und Rückflug. Dann werde ich mir einen Schal mitnehmen. Ich bin ja so eine Frostbeule. Und dann denke ich mal, werde ich hier diese Jacke noch mitnehmen. Weil in Deutschland ist es ja schon kalt und man weiß, wie das Wetter ist, wenn wir zurückkommen. Und diese Jacke ist so ein bisschen Regen- und Windabweisend. Das heißt, wenn es dann in Walt Disney World regnen sollte, kann ich die ja nochmal drüber ziehen. Und die ist auch relativ dünn. Das heißt, man kann die auch mal in den Rucksack stecken. Die habe ich mir am Flughafen, als wir zurückgeflogen sind, gekauft im Shop. Ja, hier seht ihr die Mickeys, hier steht auch Walt Disney World drauf. Ja, deswegen werde ich die auch mitnehmen. So, und dann kommen wir. Ich glaube, das ist tatsächlich total unnötig, aber
Ich hätte schon gern beide Spirit Jerseys mitgenommen. Ich nehme noch hier so ein Jäckchen mit von Primark. Das ist so ein Kurzarm-Jäckchen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo drüber ziehen werde, aber ne, man kann es ja auch mal gut einfach so in den Dings werfen und dann, wenn es abends nachmittags regnen sollte und es kühler wird, kann man das auch drüber werfen. Ja, zwei Spirit Jerseys. Also einmal würde ich gern hier den mitnehmen. Das ist ja der die Walt Collection. Hinten steht Walt Disney World drauf. Schon schick. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie brauchen werde. Ich war halt noch nie im September in Orlando und es ist wahrscheinlich völlig übertrieben und völlig heiß und ich werde sie wahrscheinlich nie anziehen. Aber bevor ich mir dann, gut, ich werde einen Spirit Jersey plane ich mir schon zu kaufen an Mickey's Not So Scary Halloween Party. Aber das ist ja auch am Ende des Trips. Wenn ich dann doch abends irgendwann und auf einmal, oder Temperatursturz auf 23 Grad, das ist ja für mich schon gefühlt Winter, dann ja, habe ich auf jeden Fall einen Spirit Jersey. Und den zweiten, eigentlich brauche ich ihn, glaube ich, überhaupt nicht. Aber ich finde ihn so schön und das ist der, und der ist auch relativ dünn. Das ist der Animal Kingdom Spirit Jersey aus Walt Disney World und er ist so schön. Ich finde ihn so, so, so schön. Und wie gesagt, der ist dünner als die anderen Spirit Jerseys und ja, ich guck mal. Ich muss das mal alles einpacken im Koffer und guck dann, wie viel Platz noch ist. Aber den würde ich schon gerne auch mitnehmen. Dann nehme ich zwei Pyjamas mit. Die zeige ich euch jetzt nicht. Ne? Also, ne, man braucht ja auch was zum Schlafen abends. Ja, das war's an Klamotten. Ist doch gar nicht so viel. Ich brauche was zum Anziehen für 2 Wochen. Ne? Also ich bin sehr gespannt, ob ich das alles in den Koffer kriege. Kommen wir zu Handtaschen und was ich sonst noch so mitnehme. Also ich plane, 2 Handtaschen und eine Bauchtasche und einen Rucksack mitzunehmen. Bauchtasche eigentlich hauptsächlich für Universal, denn manchmal darf man eine Bauchtasche mitnehmen, aber keinen Rucksack. Und dann hätte ich gerne schon für meine Osmo oder so tatsächlich die kleine dabei, weil in Universal darf man ja eine Rucksäcke ja nirgends, fast nirgendwo mitnehmen auf die Attraktion. Und manchmal eine Bauchtasche, manchmal aber auch gar nichts. Zum Beispiel bei Hagrid's Ride, das war, oh, man gefühlt steht man da 2 Stunden ohne Handy. Das ist schon fies. Dann nehme ich mit, wollte ich die Coach-Tasche mitnehmen. Die passt ja auch zu vielen braunen Outfits und so. Und hat natürlich die Walt Disney World, also ist ja für Walt Disney World gemacht worden, für den 50. Geburtstag. Deswegen wollte ich sie schon sehr, sehr gerne mitnehmen. Finde sie sehr, sehr schön. Also die werde ich mitnehmen. Und dann als zweites, die kennt ihr schon, die hatte ich im Januar auch schon dabei, weil da passt so viel rein und das ist halt so ein Allrounder. Und zwar ist es die schwarze Mickey-Tasche von Desigual. Die werde ich auch im Flieger anziehen. Da passt so viel rein. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, was da alles so in diese Tasche hier passt. Und deswegen, ja, wird es die Tasche werden und die braune und halt wie gesagt die Bauchtasche hauptsächlich für Universal. Und den Rucksack, den ich mitnehmen werde, ist der hier. Den habe ich mir im Januar auf der Disney Cruise gekauft. Der ist super praktisch, weil den kann man hier hinten an den Handgepäckkoffer setzen und dann muss man den nicht so rumtragen am Flughafen. Und der muss halt, also ich wollte halt, eigentlich habe ich mir überlegt, den von Loungefly mitzunehmen, den vom auch vom 50. Geburtstag von Walt Disney World. Im Prinzip hatte ich das Pendant mit den Schlössern im Januar dabei. Und für Universal darf man auch tatsächlich nicht einen zu großen Rucksack mitnehmen, sonst kriegt man Platzprobleme, weil die Schließfächer sind schon sehr eng und man muss dann darauf achten, dass es relativ flach ist. Ich muss dann wahrscheinlich noch was rausholen, da ist schon was drin. Und halt, dass man das auch so, ne, so ein bisschen kleiner machen kann. Weil da passt schon sehr viel rein, aber für Universal muss man sich echt einschränken, sonst passt es nicht. Und man muss jedes Mal fürs Schließfach irgendwie $2 oder so bezahlen. Das wäre total unnötig. Ja, aber es wird der Rucksack von Loungefly ist der. Wie gesagt, habe ich auf der Cruise gekauft. Passt super viel rein. Und ja, das waren die Taschen. Ich nehme noch hier so einen schwarzen Haarreifen mit. Wahrscheinlich für einen. Ziehe ich schon im Flieger an. Jetzt zeige ich euch, was ich schon mal in den Taschen schon mal drin habe. In meiner Handtasche habe ich einmal einen Geldbeutel für das Dollargeld. Das hole ich mir auch habe ich schon bestellt am Flughafen. Und das hole ich dann am Samstag ab. Dann habe ich hier noch mein zweites iPhone. Ja, ich nehme 3 Handys mit. Jetzt haltet ihr mich wahrscheinlich für verrückt, aber ich mache ja hauptsächlich Fotos mit meinem iPhone, mit dem hier und Videos auch.
Aber es gibt Situationen, wo ich gerne filmen würde für Insta und auch Fotos machen möchte parallel. Und ich habe ja so eine Halterung für meine Kamera, wo ich das Handy dann auch reinstecken kann. Das heißt, ich könnte mit der einen Hand dann nur filmen und mit dem Handy dann noch zusätzlich fotografieren und hätte trotzdem Video und Fotos für Insta. Ich weiß, es ist total crazy. Deswegen nehme ich das iPhone mit. Das ist, glaube ich, noch das 11er. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Für Videos sollte es aber reichen. Dann habe ich hier schon mal so ein Fett-Weg-Ding. Das macht man hier so über die Stirn, dass man nicht mehr so glänzt. Habe ich hier noch schon drin. Mein Reisepass habe ich schon dabei. Ich glaube, die Höhle habe ich mal ein bisschen in Paris gekauft. Dann ein Magic Band. Den habe ich mir auch schon im Januar gekauft. Wir haben ja auch Magic Plus Bands gekauft oder bestellt. Meine Disneyland Paris Jahreskarte nehme ich mal mit. Manchmal gibt es tatsächlich Rabatt. Und da habe ich schon mein ESTA-Formular. Habe ich schon mal ausgedruckt. Genau, das habe ich jetzt bereits in der Handtasche. Da kommen natürlich noch die anderen Handys rein und noch der andere Geldbeutel und keine Ahnung, was da noch reinkommt. Das ist jetzt hier schon drin. Im Rucksack habe ich auch schon ein paar Sachen. Und zwar hier vorne habe ich Schmerztabletten drin. Schon mal ein paar Masken, eine Haarbürste. Das sind so Sachen, die ich immer dabei habe. Make-up, Summer Saver habe ich dabei. Das ist, wenn man sich so zwischen den Beinen reibt oder auch die Schuhe reiben, kann man sich damit eincremen, dass es nicht mehr so ist. Blasenpflaster, hier so Erfrischungstücher, die haben wir noch von der Glow bekommen. Genau, das habe ich dann vorne drin. Man muss ja aufpassen, dass man keine Flüssigkeiten sonst mitnimmt. Dann habe ich hier meine Filterflasche. Die ist neu. Ich habe dieselbe ja schon als Metallflasche, also als Aluflasche. Bin super begeistert und Brina hat die Plastikflasche tatsächlich schon lange, lange. Aber die Aluflasche ist mir zu schwer. Und deswegen habe ich mir jetzt hier die nochmal in Plastik gekauft. Das ist diese Philips, wie heißen die? Zero, irgendwas. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Gibt es bei Amazon. Sind wirklich super, diese Filterflaschen. Disneyland Paris ist ja sehr chlorhaltiges Wasser und man schmeckt den Chlor eigentlich sofort raus. Aber bei den Filterflaschen nicht. Ich hatte ja schon im Januar die Brita-Filterflasche, die war auch sehr gut. Und jetzt gibt es halt die Philips-Flasche, weil ich mag das, dass man da so einen Strohhalm hat. Lieber. Also die ist schon mal drin. Die muss ich aber nochmal ausspülen und Wasser nachfüllen. Dann habe ich hier so eine Tüte schon mal drin. So eine kleine. Dann die Kamera. Denke ich schon, dass wir die mitnehmen werden für Fotos und so. Das ist die Lumix. Schieß mich tot. Keine Ahnung. Kann ich euch aber unten auch in die Infobox packen. Die habe ich mir vor ein paar Monaten gekauft und die macht gute Fotos und die hat einen geilen Zoom. Deswegen nehme ich die mit und dann habe ich hier schon mal so eine Haarspange. Weil es ist ja sehr heiß und ich will die Haare schon offen tragen für Fotos und Brina macht das auch. Und wenn wir dann unterwegs sind, kann man die dann einfach hier so hoch machen und dann für Fotos wieder aufmachen. Da habe ich schon mal Q-Tips hier drin, wenn ich irgendwie verschmiere im Gesicht und einen Regenponcho. Als Backup, falls ich meinen vergessen sollte oder so. Ich habe aber noch einen anderen Regenponcho dabei. Genau, das ist jetzt schon mal jetzt in meinem Rucksack. Und da gibt es aber noch einige andere Sachen, die da reinkommen. Und zwar mein Tablet für den Flug oder ja, hier und da und tralala. So, jetzt kommen wir zu dem Kosmetikkram. Es ist ein sehr langes Video, es tut mir leid, aber das kommt halt alles mit. Ja, hier habe ich eine ganze Tasche, wo Sonnencreme drin ist. Wir teilen uns das ja zu dritt. Ja, ich habe alles Mögliche dabei, was ich noch so zu Hause hatte. 50er, 30er. Dann die Gesichtscreme, die liebe ich ja. Von Nivea, die mattierende in 50. Habe noch ein Wasserspray, hatte ich auch noch da. Dachte ich, ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. Und dann habe ich noch eine After Sun mehr gekauft. Kann ich mich noch eincremen. Genau, achso, hier habe ich schon eine Haarkur. Die Haare werden da schon ein bisschen strapaziert da in der Sonne. Deswegen, ja, also hier in der Tasche, achso, hier habe ich noch ein Autan, das war auch schon benutzt. Deswegen nehmen wir es mal mit. Und falls da keine Mücken sind oder so, können wir es immer noch wegschmeißen. Ja, das war jetzt hier alles drin. Also wie gesagt, nur ganz viel Sonnencreme und so. Dann, ja, ich werde jetzt nicht im Detail hier reingehen. Also wir haben hier drin Shampoo, Zahnbürste, alles, was man braucht. Nagelfeilen habe ich hier reingeschmissen. Eiserum, Bepanthen Wund- und Heilsalbe muss man auch immer gebrauchen. Hitzeschutzspray, Mundspülung, Zahnpasta teilen wir uns auch zu dritt. Bürsten natürlich, nochmal ein paar Q-Tipps. Nochmal die Haarkur, ich brauche nur eine.
Nachtcreme, Abschminktücher, Haarspray, ja, was man so im Alltag braucht. Und ich nehme tatsächlich jetzt noch ein paar Masken mit von Sister and Me. Die sind wirklich sehr, sehr gut und man weiß, 2 Wochen wenig Schlaf, anstrengend, irgendwann braucht auch mal das Gesicht ein bisschen Erholung. Dann zwar nehme ich hier 2 Augenpad-Masken mit, also so Hydrogel-Augenpads und einmal eine Hydrogel-Maske mit Teebaumöl und Gurkenextrakt. Die sind wirklich gut und aus den Masken tatsächlich hat man noch so viel Flüssigkeit drin, dass man dann gefühlt noch 3 Tage sich mit dem Serum eincremen kann. Also echt gut und die kommen auch mit von Sister and Me. Ja, das war jetzt hier so drin. Wie gesagt, habe jetzt nicht im Einzelnen alles ausgepackt. Dann gibt es noch ein paar Wattepads und nochmal Abschminktücher. Die teilen wir uns ja auch mit Prina. Dann habe ich noch ein bisschen was für die Reiseapotheke gekauft. Und zwar nochmal neue Blasenpflaster. Wer weiß, ne? Muss man immer dabei haben. Ich bin immer ein Blasenpflaster-Fan. Dann habe ich hier mir noch abschwellendes Nasenspray gekauft. Wer weiß, die Klimaanlagen oder so können schon beeinträchtigend sein. Pflaster, falls man sich mal schneidet. Dann habe ich hier Halslutschtabletten. Ich bin auch so anfällig, was Klimaanlagen angeht. Bekomme immer sofort Halsschmerzen. Deswegen Halslutschtabletten. Dann einmal eine Packung Kohletabletten, falls man mal Durchfall bekommt. Dann habe ich mir noch eine Lippen-Herpes-Gel-Creme gekauft. Ich habe noch die Pads von SOS, die werde ich auch mitnehmen, weil wenn die Sonne scheint und so, manchmal bin ich da schon auch herpesanfällig. Was soll ich sagen, da war die Speicherkarte voll. So schnell kann es gehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe gesagt, dass ich sehr anfällig gegen was Herpes angeht, wenn die Sonne scheint. Und dass Brina auch noch so Ibuprofen kauft und keine Ahnung, was sie noch kauft für die Reiseapotheke. Aber sollte man immer was haben für den Fall, dass irgendwas auftritt. Ja, das war so das Kosmetikzeug. Und jetzt zeige ich euch noch allerlei anderen Kram. Und zwar einmal meine Mini, die Schlafmini. Die war schon sehr viel mit mir auf Reisen und natürlich kommt sie auch wieder mit. Ich habe mir überlegt, ja, meinen großen Baby Yoda mitzunehmen, den ich mir jetzt letztens im Disneyland Paris gekauft habe. Aber that is too much. So, die kommt mit. Dann gibt es eine Schlafmaske fürs Flugzeug, vor allem für den Rückflug, weil der ja über Nacht geht. Dann gibt es ein Nackenkissen, was man aber auch umbauen kann in ein normales Kissen und so weiter. Da ist hier so ein Reißverschluss. Finde ich super praktisch auch im Hotel. Dann natürlich Adapter, amerikanische Adapter mit USB-Leiste und so, auch super praktisch. Habe ich 2 von, habe ich auch bei Amazon bestellt. Dann nehme ich so ein paar Achselpads mit. Wenn ich so Farben anhabe, wo man den Schweiß dann so schnell durchzieht oder so, kann ich mir die dann halt draufkleben, damit man die Schweißflecken nicht sieht, wenn man schwitzt. Dann nehme ich natürlich meine Kameras mit, und zwar mit der, die ich gerade filme. Eine GoPro nehme ich natürlich mit für Wasserrides, für den Wasserpark und Onrides. Ne, da kommt die GoPro mit. Auf jeden Fall. Und meine Osmo Pocket nehme ich auch noch mit. Da werde ich wieder wahrscheinlich in Universal mitfilmen, weil die halt so klein ist und Merch-Videos eventuell und als Backup, falls die irgendwie kaputt gehen sollte oder sonst was, brauche ich auf jeden Fall immer eine Backup-Kamera. Das sind die 3 Kameras, die ich mitnehme. Dann ein Glätteisen wird mitgenommen, denn unser Brina und ich haben ja einen Dyson-Föhn. Und wir glätten uns eigentlich auch mal die Haare mit unserem Dyson. Mit dem Airwrap, aber der ist ja nicht kompatibel für Amerika wegen der Spannung. Und deswegen müssen wir ihn leider zu Hause lassen und müssen den Föhn aus dem Hotel benutzen. Der war aber in Ordnung im Januar tatsächlich. Und nehmen dann halt ein Glätteisen mit. Wie gesagt, da müsst ihr auf die Spannung achten. Ihr habt dann immer hier so einen Zettel. Und bei mir steht irgendwo drauf, dass es... Irgendwo stand es. Da. Hier drin steht's. Und zwar 110 bis 240 Volt kann dieses Glätteisen vertragen. Und in Amerika ist es tatsächlich 110 Volt. Und wenn bei euch nur 240 draufsteht, tatsächlich, dann könnt ihr das nicht mitnehmen. Deswegen, ja, nehmen wir das mit. Das ist von GHD. Das ist ganz gut. Dann gibt es hier noch so ein, ich weiß nicht, hier so ein Multiple USB-Port, damit ich auch viele Sachen auf einmal laden kann. Dann natürlich mein Allrounder-Sitzkissen, was ich von Amazon habe.
Das kann man dann aufblasen und sich dann, wenn wir auf das Feuerwerk warten oder so, kann man sich dann da draufsetzen. Es ist super bequem. Liebe ich. Kann ich jedem empfehlen für Freizeitpark, egal wohin. Kauft euch dieses aufblasbare Sitzkissen. Verlinke ich euch auch gern unten. Dann nehme ich noch ein paar Vakuumbeutel mit. Die kann man dann, da kann man Klamotten reintun und dann drehen und dann geht die Luft raus. Und zwar für den Rückflug. Da kann man die Sachen dann, die sind ja eh dreckig und müssen gewaschen werden, weil die zerknittern hier drin schon sehr. Und da kann man dann alles reintun und drehen und dann hat man ein bisschen mehr Platz. Wer weiß, wie viel ich shoppen werde. Ich hoffe aber nicht zu viel. Ja, dann hier noch so einen Waschlappen nehme ich mit zum Abschminken. Einen Fächer, es wird ja heiß, den aus dem Disneyland Paris. Dann noch einen Ventilator, einen Nackenventilator nehme ich mit, habe ich auch von Amazon. Einen weiteren Ventilator, der ist super, den kann ich auch super empfehlen. Hat 4 Stufen, seht ihr das? Wie meine Haare im Wind wehen. Auch kann ich super gut empfehlen, hier diesen Ventilator. Dann einen Beutel für das Handgepäck, für den Flieger. Da kommt dann hier so noch so ein Wasserspray rein und das kleine Deo. Handdesinfektion, das kommt dann alles, kann ich schon mal hier reinschmeißen. Oh, ich muss gleich was trinken, ich habe so einen Durst. Dann eine Kofferwaage. Dann noch Sonnenbrillen. Und zwar geplant ist einmal hier die Sonnenbrille von Yves Saint Laurent. Einmal die in schwarz. Die kennt ihr, die habe ich schon ganz oft angehabt und die passt halt zu viel. Und dann ist auch noch geplant die andere von Yves Saint Laurent und zwar die Herzbrille. Weil die hat so einen braunen Ton und die passt dann zu vielen braunen Outfits. Aber ja, die denke ich mal werden auf jeden Fall mitkommen. Dann nehme ich nochmal eine kleine Tasche mit. Falls die andere kaputt geht, obwohl man da ja was Neues kaufen kann, dann nehme ich hier noch so Refreshment-Tücher mit. Die haben wir bei der Glow bekommen. Kann man immer gebrauchen. Dann meinen zweiten Magic Band nehme ich auch mal mit. Man weiß ja nie. Und dann einen Poncho. Kann ich euch jetzt schlecht zeigen, aber das ist dieser Ear-Poncho. Der hat im Prinzip hier so Auskerbungen für Ohren. Das heißt, den kann man tragen, während man Ohren trägt. Den haben wir mal mit Tina aus Amerika bestellt. Ist jetzt nicht der kleinste Poncho, aber soweit man weiß, regnet es fast täglich in Orlando um die Jahreszeit. Und dann nehme ich hier noch diesen Dream Guide von Adam Hatton mit. Das ist der neue. Den hatte ich hatte ja die andere Version von der Niki ausgeliehen bekommen für den letzten Trip. Er hat jetzt eine neue Version 2022 bis 2024. Werde ich mir auch auf jeden Fall im Flieger und so durchlesen. Deswegen kommt er dann in den Rucksack, der das da liegt. Wir haben es gleich. Wir sind fast durch. Nur nochmal Nagelfeile, ein zweites Sitzkissen, falls das andere kaputt geht oder, keine Ahnung, die anderen es vergessen. Dann habe ich hier noch Kontaktlinsen drin, aber das ist jetzt nicht so spannend. Dann nehme ich noch einen Peeling-Handschuh mit. Und dann habe ich hier noch neue Wimpern bestellt. Die benutze ich immer. Übrigens nehme ich natürlich auch noch Make-up mit. Das stelle ich euch jetzt aber nicht hier vor. In den nächsten Tagen kommt auch noch mal ein Schminkvideo, weil viele von euch sich gewünscht haben, dass ich mich mal zeige, wie ich mich schminke und was ich so benutze. Habe ich gemacht. Ich bin jetzt aber nicht der größte Beauty-Influencer oder so, ne? Also ich hab gezeigt, was ich benutze und wie ich mich schminke. Das werde ich tatsächlich auch alles mit nach Orlando nehmen. Das heißt, könnt ihr euch dann in den nächsten Tagen anschauen. Aber die Wimpern sind tatsächlich jetzt neu. Ich habe extra 5 Stück für Orlando bestellt. Ja, die kommen auf jeden Fall mit. Und dann die letzten 2 Sachen, glaube ich. Ich habe echt Angst, das alles irgendwie unterzubekommen. Dann habe ich mir hier diesen Regenschirm gekauft. Und zwar ist es besonders an diesem Regenschirm, er ist nicht nur rosa, sondern es ist ein Regenschirm, aber auch er hat innen drin so eine Beschichtung, eine schwarze, und hält die UV-Strahlen ab. Und das heißt, wenn die Sonne reinknallen sollte und wir stehen irgendwo mitten in der Sonne, kann man es halt als... Oh, jetzt kriege ich nicht mehr ab. Egal, ihr seht, da unten ist so eine schwarze Schicht unter dem Schirm. Den habe ich auch jetzt bei Amazon bestellt. Und wie gesagt, der schützt einen vor Regen, aber auch vor Sonnenstrahlen. Und wenn es heiß ist und wir ein bisschen Schatten brauchen, kann man sich da gut drunter stellen. Und der ist relativ groß. Also da könnten auch locker 2 drunter passen. Und wie gesagt, abends für einen Regenschirm. Er ist nicht leicht, er ist schon schwer. Werde ich aber dann ins Handgepäck packen.
Und das letzte Teil, da habe ich tatsächlich lange drüber überlegt, ob ich es mir wirklich kaufen soll. Brina hat sich auch direkt gekauft. Und es war auch sehr schwer dran zu kommen. Bei Amazon war Lieferzeit irgendwie einen Monat. Bei Mediamarkt habe ich es dann bestellt, da haben sie mir die Bestellung storniert. Aber ich habe ihn gefunden, und zwar ein Apple AirTag. Ja, wegen der ganzen Koffersache in den letzten Monaten werde ich mir ein Apple AirTag in meinen Koffer packen. Ich weiß, dass ich das nicht verhindern kann, wenn der Koffer verloren geht. Und ich kann dann, auch Lufthansa ist ja so ein bisschen, also man darf auch nicht sagen, dass man weiß, dass der Koffer verschollen ist und wo er gerade ist, weil das mag Lufthansa nicht, aber ich möchte trotzdem sehen, wo mein Koffer ist, ob er mit im Flieger ist oder nicht, um mich darauf seelisch schon mal vorzubereiten. Deswegen habe ich mir einen Apple AirTag gekauft. Brina hat die, wie gesagt, auch für sich gekauft, wird sie auch benutzen. Ich habe lange mit mir gehadert, aber ich habe mir jetzt dennoch gekauft. Einfach, um mich besser zu fühlen, dass ich weiß, okay, mein Koffer ist im Flugzeug oder halt nicht. Und dann muss ich gucken, was ich tue. Und nicht erst in Orlando festzustellen, oh, mein Koffer kommt gar nicht. Dann weiß ich, dass er vielleicht nach China geflogen wurde oder so. Ja, deswegen ein Apple AirTag. Das ist das letzte Teil, was ich euch zeige. Und das war's. Oh Gott, dieses Chaos muss jetzt gleich beseitigt werden. Ja, aber das ist alles, was ich mitnehmen werde für 2 Wochen Orlando, Wasserparks, Universal. Oh, wer weiß, was ich noch kaufen werde. Wie gesagt, ein Spirit-Jersey plane ich zu kaufen. Und ansonsten das Sitchupi-Bei-Loungefly-Outfit habe ich ja schon gekauft. Und den Rest mal sehen. Ich versuche mich tatsächlich ein bisschen zurückzuhalten. Mal sehen, ob es klappt. Ja, das war's. Das ist alles, was ich mitnehmen werde. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat. Jetzt geht auch der Akku leer. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns in Orlando. Naja, es kommen noch ein paar Videos davor, aber egal. Folgt mir den Storys und so weiter und so fort. Jetzt geht der Akku leer. Ciao.